Das sind sie, die deutschen Stimmen der Roboter. Bei der Premiere von Transformers One im Kölner Cinedom strahlen Emilia Schüle und Tom Beck um die Wette. Sie sind mit dabei, sie dürfen den Maschinenwesen aus dem Computer Leben einhauchen. Für Emilia Schüle ein Sprung in eine andere Welt. Sie hat zwar schon oft bei amerikanischen Animationsfilmen synchronisiert, aber Roboter, die sich in Autos verwandeln, waren ihr bisher völlig fremd. Es war auf jeden Fall eine völlig andere Welt für mich. Ich war schon eher so Team Harry Potter, würde ich sagen. Aber trotzdem ist man einfach, man kommt nicht dran vorbei an den Transformers. Die gibt es einfach schon so lange. Und ich freue mich aber, dass jetzt sozusagen hier nochmal so die Geschichte von ganz von vorne erzählt wird und diese zwei großen Feinde eigentlich noch befreundet und man sozusagen nochmal so ganz von vorne einsteigen kann. Anders ihr Kollege Tom Beck. Die Transformers ziehen sich durch seine Familiengeschichte. Das gibt es ja jetzt schon eine Weile und natürlich habe ich schon viele Teile auch gesehen. Aber jetzt ist es mittlerweile schon so, dass mein Sohn ankommt, der jetzt noch nicht mal 5 Jahre alt ist. Und sagt, Papa, ich wünsche mir einen Transformer zum Geburtstag. Also es ist allgegenwärtig, sagen wir mal so. Transformers One ist der 8. Kinofilm der Reihe. Ein reines Animationsabenteuer. Hier gibt es keine realen Filmbilder, in die die Roboterwesen eingefügt werden. Transformers One ist erstmals komplett virtuell. Und er spielt auf dem Heimatplaneten der Transformers. Dort wird die Geschichte von Orion Pax und D16 erzählt. Erst waren sie Freunde, die im Inneren des Planeten arbeiten. Aber als es an der Oberfläche Aufstände gibt, werden Freunde zu Gegnern. Es gibt 2 Lager, die friedlichen Autobots und die kriegerischen Decepticons. Was ist aus meinem besten Freund geworden? Brennt alles nieder! Die ganze Stadt! Wir müssen ihn aufhalten! Beim Synchronisieren hatten die deutschen Stars eine Menge Spaß und Emilia Schüle hat sich in ihrem Roboter Elita One auch ein wenig selbst wiedergefunden. Also, die macht einfach wahnsinnig Spaß und ich würde jetzt lügen, wenn wir nicht auch so ein bisschen Gemeinsamkeiten hätten. Also, die ist irgendwie so eine sehr fleißiges Bienchen so und so eine Anführerpersönlichkeit, was nicht heißt, dass ich auch eine Anführerin bin, aber ich nehme Dinge auch gerne in die Hand, glaube ich, und deswegen ist es mir vielleicht auch leicht gefallen. Aber was ich nicht mache, ist die Leute so zusammenscheißen, das kann die besonders gut. Ex-Alarm für Cobra 11-Star Tom Beck musste erst lernen, wie er die virtuellen Figuren durch seine Stimme zum Leben erweckt, damit es möglichst echt und authentisch klingt. Da geht es dann eben um Nuancen, wie macht man den Sentinel Prime, ist das irgendwie, muss man da so draufdrücken oder ist das erstmal, spricht man den ganz normal und versucht den natürlich auch, das ist ja auch noch ein, also mein Ziel zumindest bei der Synchronisation, dass man eben nicht diese typischen Synchronstimmer sprechen hat, die dann eben so sprechen, wenn man, weißt du, was ich meine? Oh ja, das ist aber verdammt cool, wie du sprichst, sondern dass du halt schon auch eine lebendige Figur hast, die du ernst nimmst und, aber trotzdem ist das ein bisschen mit einer Nuance eben noch drauf, die es irgendwie spezieller macht. Also es ist spannend. Wie die Stimmen der beiden Stars auf der Leinwand wirken, davon können sie sich jetzt selbst ein Bild machen. Transformers One flimmert ab heute über NRWs Leinwände. Wieso ist er geknebelt? Er wollte nicht aufhören zu reden. Auch als er bewusstlos war? Erst recht nicht, als er bewusstlos war. Ich hab gesagt, es war nicht fest genug.